So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Monster Hunter. Ja, ihr seht's, nur noch der obere Bildschirm. Ich habe mich einfach entschlossen, nur den oberen Bildschirm einzublenden, denn der untere Bildschirm wird nicht oft gebraucht und alles, was unten ist, kann ich euch auch so zeigen, beziehungsweise euch einfach sagen, was da steht, wenn da irgendwas Wichtiges ist. Zum Beispiel blinkt jetzt da unten irgendwas rum. Aber es entspart mir Arbeit und wird auch qualitativ besser aussehen, denn OBS ist einfach nicht zum Aufnehmen geeignet, beziehungsweise kriege ich das nicht einfach hin. Ja, ist vielleicht auch meine eigene Schulter. Was soll man machen, ne? Hauptsache, wir haben hier ein gutes Video und das ist doch die Hauptsache. Jedenfalls, wir haben im letzten Part ziemlich auf die Fresse bekommen mit Sevi, weil er gemeint hat, wir packen die Monster, das machen wir nicht. Und ja, ich habe hier so ein Gefäros-Duo mal wahrscheinlich offscreen für sie gemacht, deswegen kriege ich was. Oder auch nicht. Und ja, dass ich die volle Tetsukaba-Rüstung habe, das wisst ihr ja langsam. Wollte ich euch nur sagen. Und damit sollten auch die normalen Quests hier alle ganz in Ordnung gehen. Okay, hier Erntetouren. Dann irgendwelche Minimobs killen, Lagombi und zwei Wyvern-Eier besorgen. Ich glaube, ich werde dann einfach kurz die Erkundungstour machen. Heute wird wahrscheinlich eher ein gechillter Part, weil ich heute für morgen noch einen haben will. Und dann haben wir auch alles. So, das verlassen. Dann fragen wir mal an nach, ja, Götterkäfern. Gott, sind die immer teuer. Aber ich habe ja das Cash. Ich habe Style und das Geld, Jungs. Und dann auch noch Honig. Ist ein bisschen ungewohnt, so zu spielen, weil normalerweise sehe ich alles über OBS, aber YOLO MOLO würde ich sagen. So, dann haben wir das ja auch erledigt. Essen bräune ich. Beziehungsweise habe ich hier so im Inventar. Noch Zeug für eine Quest wahrscheinlich. Ah, wir haben T-Grex gemacht. Ah, wir haben sogar einen High-Rank T-Grex gemacht. Okay, das war wahrscheinlich auch offscreen. Ich spiele ja sehr viel offscreen, wie ihr wisst. Und hier muss ich nur noch die Sushi-Fische machen. Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, hier Urwald und Frostwicker-Kunden, da machen wir das. Sollte eigentlich nicht lange dauern. Wir haben, glaube ich, immer 2 Minuten müssen wir da sein. Und in der Zeit kann ich einfach mal mein Leben chillen und mit euch reden. An sich ist es nicht das Spannendste, aber ja, YOLO MOLO. Und das Praktische ist auch, ich kann jetzt besser schneiden in der Hinsicht. So, hier eine Karte. Und wir haben den Zernichter. Habt ihr den Zernichter, den Bad Boy, schon kennengelernt? Das ist unsere zweite Katze und die ist awesome, Jungs. Die ist awesome und die Grafik wirkt irgendwie cool. Jedenfalls gerade sieht sie sehr gut aus. Der Zernichter ist ein Bad Boy, Leute. Und in seinem Bett liegen keine Boys. Der heilt mich einfach. Übergeil. Aber noch öfter halt als Diggerspear heilt mich einfach ziemlich oft. So, und ich denke mal, wir werden hier ein bisschen Honig schnorren, weil Honig ist das, was ich niede. Alter, ich rede wie Money Boy. I need the Honig am Bean. Und I think that Bean, that Honig are here sein. Ja, scheiß drauf. Jedenfalls brauche ich Honig, weil Megatränke und so. Und ja, warum Bienenlarve, ja, von mir aus. Ich sammle hier halt einfach, was wir halt machen sollen. Und ansonsten, was kann ich denn so erzählen, was wir so offscreen bzw. bis jetzt erreicht haben? Ich bin mittlerweile Jäger Rang 5, das ist schon, ja, in Anführungsstrichen weit. Ich habe halt High Rank, das habe ich ja schon erzählt. Hier ist nochmal meine Rüstung, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich weiß, ich muss sie immer wieder zeigen, aber sie hat halt eine richtig gute Def. Wenn wir mal hier schauen, habe ich eine Def von fast 300, das ist schon gut. Hab natürlich eine Wasserschwäche, aber ja, Donner wäre es auch nicht gerade geil. Also Kesu und Plesiov oder so lieben mich jetzt nicht gerade. Aber läuft auf jeden Fall in der Hinsicht. Vor allem habe ich auch ein gutes Leben. Ihr seht es, ich habe nichts gegessen und habe trotzdem noch was ganz Gutes. Also ich kann mich nicht beschweren. Und die Monster machen mir jetzt auch nicht allzu viel Schaden wie in... Ich weiß nicht, ob ich es in Stream... In Stream war es immer so, dass ich halt echt krass kassiert habe und oft gestorben bin. Und echt nichts machen konnte ohne die anderen. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich packe die Monster auch alle großteils. Und die 2 Minuten laufen in 20 Sekunden ab. Deswegen gehe ich auch schon zurück ins Lager. Lager sage ich schon. Lager. Ja, ich muss in der Story vorankommen. Ich hoffe, das war überhaupt so eine Art Key-Quest, um in der Story voranzukommen. Ganz ehrlich, ich möchte das einfach ein bisschen... Das Offscreen-Zeug mache ich doch gerne mit euch zusammen. Und ich warte. So, 2 Sekunden noch. Kommt's einfach hier rein. Ja, da, zack. Und dann war es das auch schon. Das war natürlich die spannendste Quest, die wir hier gemacht haben. Aber die gehört anscheinend dazu. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau aufgepaust. Aufgepasst meine ich natürlich. Weiß es auch nicht, was ich genau machen muss in der Hinsicht. Wollte euch einfach mal wieder mitnehmen und morgen den Part hochladen. Heute ist jetzt der 10. Es ist abends. Morgen ist Mittwoch. Der letzte Arbeitstag pro Woche. Dann geht's in die Berufsschule. Und Jungs, dann ist Wochenende. Aber zurzeit ist echt irgendwie so ein bisschen Leerlauf in meinem Leben. Ich habe gerade nicht irgendwie groß, was ich machen möchte. Ich habe irgendwie auch gerade nicht so ein striktes Hobby. YouTube zieht sich jetzt hin. Natürlich kann man sagen, YouTube ist ein großes Hobby. Aber, ja, natürlich ist YouTube ein Hobby, aber es zieht sich halt hin, ne? Und das ist halt jetzt, was man halt immer nebenbei macht, ne? Und wenn man das nicht macht, dann ist es immer ein komisches Gefühl, was ich sonst machen soll. Vor allem geht FIFA auf meinem PC nicht mehr und das macht mich echt mad, weil FIFA habe ich echt oft gespielt, wenn
mir langweilig war. Sonst kann ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr. Und ja. Deswegen nehme ich auf oder spiele Monster Hunter. Ich muss halt Lust zu einer Sache haben. Wenn ich keine Lust zu einer Sache habe, dann nehme ich auch nichts auf. Aber ich schätze, ich werde jetzt in den nächsten Tagen wieder was aufnehmen und dann mache ich das und dann mache ich das. Es wird ganz lustig. Und hier blinkt was. Seht jetzt natürlich nicht. Okay, nichts Besonderes. Dann gehen wir mal zu den Sonnenwohlinseln. Heißen die so? Keine Ahnung. Nee, das sind ja die Inseln, wo die Partner rumchillen. Hier. Was sagst du denn so Schönes? Mal, mit dir will ich gar nicht reden. So, hier. Die Meownster-Jäger haben es auf die Sonnenwohlinsel geschafft. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Sonnenwohlinsel. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Also hier kann man jedenfalls seine Partner kriegen. Vielleicht kriege ich doch eine Quest oder so. Weil ich glaube jetzt nicht, dass... Ah, ja. Okay, da kommt schon noch was. Ah, die Viecher haben wir, glaube ich, gerettet oder so. War da nicht irgendwas? Oh, hallo, da kann ja so Miau Zeit, dann, ne? Geh sie anheuern. Ich habe übrigens Master Miau. Sie sagte, ah ja, genau, es geht weiter. Okay, dann haben wir die Quest einfach nur zu machen, um ein bisschen was zu quatschen. Bla bla bla. Eins. Ich lese es jetzt nicht vor. Auch bei deinen Diener abholen. Okay, das werde ich schon selber lernen. So. Kannst du Reservekameraden auf Quest zwischen sie gewinnen Reste, die zum Schmieden. Ah, okay. Ah, in Ordnung. Die besorgen mir wahrscheinlich jetzt Sachen. Quest, die mit deinen Sternen. Okay. Du brauchst Hilfe von Kameraden, um diese Anlage zu nutzen. Haupt und Kammer könnt ihr nehmen. Ah. So, dann tue ich dich auch mal anheuern. Kommt dich auch. Gut. Ich check das System jetzt nicht noch nicht komplett, aber es sieht ganz lustig aus. Dich habe ich ja schon, ne? Ah, warte mal. Warte mal, was ist denn so laut? Ich habe gerade irgendwas bumpen gehört. Oder bumpen, bestes Wort, ihr wisst, was ich meine. Irgendwas habe ich gerade gehört, aber egal. So, du bist gefleckt und was machst? Du heilst und der schützt dich bloß. Naja. So, ich schau mal, ob diese Kameraden jetzt dafür eingesetzt werden können. Ah, das. Ich zeig euch das mal kurz. Es ist praktisch, wenn ich mal kurz den unteren Bildschirm brauche. Okay, das ist gerade auf dem unteren Bildschirm. Hier kann ich irgendwie. Okay. Eine rote wählen. Kameraden wählen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt genau gemacht haben. So, jetzt schiebe ich das mal wieder raus. Die werden jetzt wahrscheinlich Items besorgen. Ich glaube, wenn sie jetzt besonders schnell hingehen, kriege ich was Gutes. Wenn sie abtauchen, dann kriege ich nicht so gutes Zeug. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Sieht aber genial und lustig aus, das muss man sagen. Ah, okay. Jetzt können wir den zuschauen. Moment. Jetzt hätte ich doch gerne noch den unteren Bildschirm dieses Mal. Okay, schauen wir mal, ob wir sie diesen Kampf überleben. Kann ich irgendwas machen? Okay. Okay, das ist lustig. Das ist ganz lustig. Okay, ich kann R drücken, um weiterzugehen immer. Und da ist der Kicherwacher. Jetzt müssen sie gegen Kicherwacher kämpfen, oder was? Lol. Okay. RCG. Gott, okay, das ganz ehrlich, davon habe ich noch keine Ahnung. Das hat so ein Minigame oder wie? Da haben wir jetzt nichts bekommen. Oh, die armen Katzen sind tot. Okay, jetzt muss ich mich aber anstrengen, dass ich es richtig mache. Oh Gott, diese scheiß Spinne. Ich muss das Richtige tücken. Habe ich jetzt gewonnen? Nee, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht zugehört, genau, aber ich hatte schon lernen. Ich werde es auf jeden Fall lernen. Gut, dann war es das davon auch. Und was habe ich bekommen? Azuros-Rest und... Ah, Rest. Hiermit kann man den Kameraden so Zeug kaufen. Okay. Ja, da werde ich mich einfach einlesen, wenn ich überhaupt dazu Lust habe. In nächster Zeit. Und... Aber offscreen, weil jetzt hat sie wahrscheinlich keine Lust, das zu machen. Und jetzt wollen wir aber hier die Quest, die er wollte. Dass du deine... Ich möchte mich irgendwie dafür... Wer macht denn da so einen Krach?
Hört ihr das? Also ich höre jetzt immer irgendwie so Krach durch meine Kopfhörer durch. Irgendjemand macht unten bei uns Krach. Jedenfalls, okay, wir müssen Nayarala. Okay, das ist diese scheiß Schlange. Okay, dann machen wir die. Easy going. So, und hier will irgendjemand was von uns. Moment mal hier. Da, unser Typ. Gut gemacht mit dir, Gökünsen. Mhm. Weißt du, von der kleinen Schmiede hatte ich eine Verwendung. Ah, okay. Ah, wir machen ein... Ah, okay, wir bauen ein Luftschiff. In Ordnung. Okay, ich muss hier diese komische Schlange killen. Wahrscheinlich bauen wir ein Luftschiff. So, und was brauchst du dafür? Ah, okay, irgendwas über die Kameradenausrüstung. Er braucht Reste. Okay, das weiß ich schon ungefähr. Das werde ich aber auch alles mir selbst beibringen können. So ist es nicht. Dann holen wir uns noch die Nayarala-Quest. Und das ist wahrscheinlich die dringende Quest, oder? Um auf die nächste Stufe zu kommen, oder? Schauen wir mal. Bla, bla, bla. Okay, anscheinend doch nicht. Ich weiß es nicht genau. Gab es hier überhaupt dringende Quest? Ich denke schon. Hier, das muss ich nicht mehr machen. Das auch nicht mehr. Hä? Wo ist sie denn? Ist sie eine Stufe 3 Quest? Moment mal. Laber mich. Hä? Stufe 4? Erntetour? Und extra... Moment mal, hä? Ich krieg doch jetzt eine Quest, oder? War da nicht was? Ich darf nicht um alles überspringen. Ich muss mir das durchlesen. Muss ich erstmal die anderen Quests machen? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich finde jetzt... Ja, ich mach mal einen kurzen Cut, Leute. Bis gleich. Alter, ich fisch. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten danach gesucht. Die Quest war die ganze Zeit hier. Das Problem war bloß, dass sie nicht als diese, wie soll man sagen, diese dringende Quest markiert wird. Dieses Symbol da. Das wird normalerweise so markiert, aber das habe ich übersehen. Deswegen bin ich ein Fisch. Aber YOLO MOLO. Ja, Wettsteine kann ich dann doch gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir das. Easy going, würde ich sagen. Wir wollen hier heute noch ein bisschen Action. Und wenn ich ehrlich bin, Nayarala, vor der habe ich schon ein bisschen Respekt, weil das ist so dieses Monster, das zwar irgendwie ganz schnell ging, wenn ich das mit Sefi oder mit halt Zuschauern gemacht habe. Aber ganz ehrlich, ich kann es null einschätzen. Und das werde ich jetzt auf die harte Tour lernen müssen. Aber YOLO. Und ich habe schon... Wieso sage ich so oft YOLO in letzter Zeit? Ich habe keine Ahnung. Das ist voll 2013. Aber... Ja. Da werde ich jetzt auf die harte Tour lernen, wie das Monster denn funktioniert. Und ich freue mich ganz ehrlich schon ein wenig darauf. Die Musik ist auf jeden Fall gut. Dum, 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 dum. In welchem Gebiet schätze ich sie? Ich schätze sie in Gebiet 5. Also ich schätze, dass sie dort ist. Boah, fuck. Da ist mir fast ein Rülpser hochgekommen, aber ich hoffe, das wirkt sympathisch. Und ihr wisst, dass ich ein Bad Boy bin. So, dann auch hier rauf. Dum, 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 dum. Schauen wir mal, was das für so ein geiles Ding ist. Und wir sind gleich da. So, jetzt ja. Schauen wir mal, ob eine schöne Sequenz kommt. Ja, da kommt eine. Und die sieht jetzt wahrscheinlich auf Vollbild doch besser aus. Meine Maske. Oh Mann, ich hoffe, eure Ohren blasen nicht gleich so weg. Oh ja, das wird ein cooler Kampf. Ich finde diese Animation eh immer episch. Alles, das alles in der Hinsicht, das finde ich immer geil. Okay, na dann schauen wir mal, was du so drauf hast, du Fischkopf. Hier, bam. Okay, machst du auch nochmal was? Oder so. Und ihr seht, wie wenig Schaden sie mir macht. Das liegt einfach an meiner Rüstung. Ich denke, erst im High Rank werden die Monster gescheit sein. Aber es ist eine gute Aufwärmphase für mich, hier die Monster kennenzulernen. Und bam. Erster Mount hat gleich geklappt. Sehr geil. Man sieht gar nichts erst. Oh, ist das easy bis... Beruhig dich, Peter. So, und easy going, würde ich sagen. Und bam, gemountet. So, ich versuche auf ihren Kopf zu gehen. Vielleicht hat sie da irgendwas zum Abschlagen. Ich sehe jetzt zwar nicht direkt, aber vielleicht kann ich hier irgendwas reinhauen. Und ich schaue auf jeden Fall unten irgendwas. Also meine Geschwister oder, keine Ahnung, meine Nachbarn oder... Irgendjemand macht dort einen Krach. Und ich habe sie leider kein einziges Mal mit den guten Attacken getroffen. Das ist sehr schade.
Und hier sollte ich jetzt eigentlich rollen, aber das habe ich nicht verplant, weil ich ein bisschen greedy war. So, ich weiß jedenfalls, dass sie mich immer einrollen will, aber bisher finde ich, dass ich sie sogar ganz gut hitte. Und was ich mich auch noch bedanken wollte bei euch. Oh, jetzt reicht's mir aber. Wer macht denn da unten so einen Krach, Alter? Ich gehe da gleich runter. Was? Hey, es ist, Jungs, es ist 23:30, ne? Und keiner soll hier so einen Krach machen. Ich bin jetzt irgendwie nicht so der ugly Nachbar, aber ich höre das hier bis nach oben und ich bin echt ein bisschen sauer, wenn die da immer so Krach machen. Oh, es hat schon wieder geklappt, fast. Und jetzt habe ich irgendwas gebrochen und ich gehe da gleich runter, Jungs, gleich nach der Aufnahme. Wenn ich nicht gleich einen Cut reinhaue und da unten Welle mache. Und hier muss ich jetzt irgendwie rauskommen, weil sie mich sonst irgendwie... Ups, jetzt hat sie mich fast ins Gift gekickt, die kleine Drecks-Beach. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ups, da oben ins Gift, und Gift ist echt scheiße und... Ah, fuck. Oh, okay, jetzt weiß ich... Puh. Wie oft habe ich jetzt... Ah, okay, das ist ihr Angriff, den wir auch gerade im Intro oder was auch immer das war gesehen haben. Und natürlich bin ich verwirrt von was auch immer. Aber okay, mit diesem Angriff... Warte mal, das ist praktisch so. Und ich kann sie wieder mounten. Sie ist noch nicht im Rage. Okay, ich sag viel wirr durcheinander. Also, für was ich mich bei euch bedanken wollte. Diese Monster-Folgen hatten am Anfang... Oh, fuck, jetzt aber. So, das war aber jetzt ein bisschen knapp. So, bam, Nebenquest erfüllt. Hier, ich gehe einfach hier drauf. Hatten am Anfang ungefähr 100 Aufrufe oder so. Und dann habe ich so ein paar Mal gestreamt und seitdem, Jungs, seit der Stream da war, geht ihr so ab, was die Aufrufe und die, ja, Likes geht auch in Ordnung, abgeht. Also, ich habe so viele Monster Hunter Spieler hervorgebracht, das glaubt ihr nicht. So viele Leute haben sich das Spiel schon wegen mir gekauft und das war jetzt ein bisschen blöd, jetzt greift sie mich an. Beziehungsweise rollt mich ein, was ihr aber gar nichts bringen. Weil ich eh hier rausspringen kann, YOLO. Ich kann einfach rüberspringen, das finde ich ganz lustig. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht außersehen ins Gift reinspringe. So. Ja, das hat jetzt, ich habe mal angeschaut, der zweite Monster Hunter Part hat 500 Aufrufe. Das ist echt krass, wie viele Leute sich das schon gegeben haben. Und ja, ich finde es einfach lustig, dass sich so viele Menschen zu diesem Spiel bewegen konnte. Es ist halt einfach ein cooles Spiel und davor haben das echt nicht viele gefeiert. Aber seit ich diese paar Streams gemacht habe, feiert auf jeden Fall viele Leute dieses Spiel. Und das freut mich auch einfach, dass die Community auch hinter mir steht, was ich mache. Und nicht hinter meinem Content. Das ist immer so, man denkt sich, ja, ich abonniere den YouTuber, weil der auch Pokémon macht. Oder, lol, hat sie eiskalt gerade Diggersby umgeschmissen. Du bist mein Held, Bruder. So, oh, das war aber knapp. Beziehungsweise, sie hat mich getroffen, aber es hat nicht so viel Schaden gemacht. Ja, also ich finde es lustig, dass... Also ich finde es auch cool, dass Leute sich auch das anschauen, weil sie meinen Humor oder so feiern oder weil sie einfach die Person ganz cool finden oder sympathisch, so wie mich. Okay, jetzt schreit er rum. Jetzt muss ich erstmal Schlank trinken. Alter, ich habe die Sprachfehler des Todes, Jungs. Oh, fuck. Ja, dass er einfach die Person dahinter cool findet. Jetzt muss ich aber langsam wirklich den Trank schlucken. Oh Gott. Jetzt nervt sie mich aber langsam. Ich wusste, dass es nervig ist, aber es ist so nervig. Jetzt lass mich mal einen Trank schlucken. So. Sprachbilder auch langsam vorbei. So, kleine. Bam. Okay, jetzt steht sie gerade. Dann hole ich mir mal gleich die Elanstufe 3. Bam, 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 bam. Aber jetzt komme ich, glaube ich... Okay, fuck. Das war aber knapp. Ich glaube, ich kann sie gleich mal wieder mounten. Das ist ganz lustig, jeder Angriff da, den sie macht. Aber ja, meine Rüstung ist halt einfach genial, das muss man einfach sagen. Und oh, das kotzt mich an und Diggersby hüpft da hinten rum. Aber es ist halt Diggersby. Der Zeh nicht da. Der ist gekommen, um mir zu helfen, aber... Oh Gott. So, das Lustige ist, dass ich auf so einer Ebene bin. Sie hat natürlich auch so einen komischen Pin-Angriff, glaube ich, nennt man das. Wenn sie mir viel Schaden macht und ich muss schnell was drücken. Das hat sie auch. Wenn sie mich ganz eingekreist hat, glaube ich. So, haut sie ab? Okay, sie haut ab. Waffe muss ich nicht schärfen, habe ich gerade gemacht. Schauen wir mal, was die da hinten so will. Okay, das hat ja noch ein bisschen gedauert, bis ich im neuen Gebiet war. So, jetzt will sie sich schlafen, denke ich, glaube noch nicht. So viel Damage habe ich auch noch nicht gemacht. Wobei, ich habe sie schon ein paar Mal gemountet, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen was hat sie schon gefressen, so ist nicht. Okay. Ja, das Blöde ist, ich habe ein bisschen vielleicht eine overpowerte Rüstung, meint ihr, aber dafür ist meine Waffe echt low, das im Vergleich zu anderen Leuten. Auf diesem Level, vor allem die Insektengläfe. Man hat einfach ich finde jetzt einfach, die Insektengläfe ist OP, Jungs. Und Sefi hat mir schon gesagt, ich soll aufhören, diese scheiß Langwäsche jetzt zu benutzen, weil ich ihn immer damit nerve. Ich glaube, das hat er im letzten Part sogar gesagt.
Aber ich weiß nicht, dieses Langschwert ist meine Standardwaffe, es macht Spaß mit ihr zu spielen. Sie ist nicht allzu OP, sie ist stark, aber sie ist nicht OP, weil ich finde Insektengläfer ist einfach OP. Man kann einfach so aufspringen. Das ist nicht normal. Und Maut ist einfach jetzt was Elementares in dieser, ich würde nur sagen, schon fast Season. Man kann ja die Monster Hunter Spiele schon als Season bezeichnen, also als Spiel halt. Ja, ist einfach elementar und das ist einfach ein bisschen fast schon OP meiner Meinung nach. Wenn man halt so dauerhaft mounten kann mit Insektengläfer und dann hat die auch noch einen guten Schaden, man kann sich Buffs holen. So, jetzt will ich aber langsam meine... Jetzt reicht's mir mal langsam. Oh Gott, jetzt will ich gerade meinen roten Elan-Ding holen. Das wollte ich sagen. Das wollte ich holen mir langsam. Ah, und Diggersby heilt mich. Aber ne, jetzt sind nicht da. Ich weiß es nicht genau. Und haben wir irgendwas abgeschlagen? Ich weiß es gerade nicht. Und da ich Schnellschärfen habe, kann ich doch das hier machen. Und die beiden haben... Ah, jetzt haben wir so einen Combo-Angriff, dass sie... Dass ich mehr Leben habe und mehr Ausdauer. War das nicht so in der Hinsicht? Puh. Also die Schlange ist schon ein bisschen hyperaktiv. Und hätte ich nicht nur so eine sehr gute Rüstung... Hätte ich nicht so eine Rüstung, würde sie mir wahrscheinlich auch mehr Schaden machen. Und sie ist aber sehr nervig, meiner Meinung nach. Schnelle Monster sind aber nervig. Schnelle Monster sind zwar nicht allzu stark, aber sie sind halt sau nervig. Weil sie halt schnell angreifen, deine Kombos unterbinden und so weiter und so fort. Und ich verstehe dieses Monster einfach nicht so richtig. So, haust du wieder ab? Dann kann ich dich hier mounten. Hä? War das jetzt ein Mountain-Griff? Ich weiß jetzt nicht, als was das gezählt hat. So, du willst mich mal so einkreisen, aber das klappt nicht. So, hier gibt es immer nämlich einen kleinen Spalt, wo man durch kann. Und danke fürs Heilen, Zernichter. Ich finde den Namen einfach geil, Zernichter. Oh, das war aber knapp. Hat nicht als Mount-Angriff gezählt. Das sieht man immer an diesen gelben Zeichen da. Oder dieses gelbe Funkeln. Ich glaube, das zählt dann immer als Mount-Angriff und ich habe gar keine Lernstufe mehr. Und ich lasse mich einfach, glaube ich, sogar absichtlich treffen, weil macht halt kaum Schaden. Und jetzt... Bam! Okay, ich glaube, das war kein Lernangriff. Das ist schon ein Lernangriff. Mount-Angriff. Und ich glaube, das Ding ist gleich down und... Boom! Ja, ja. Also langsam ist es mir egal, wenn sie mich trifft. In der Zeit mache ich halt einfach nur Schaden. Weil sie halt einfach, abgesehen von ihr Kopf, der aber meistens weiter oben liegt, keinen Schwachpunkt hat und ansonsten nur mit schnellen... Stoßangriffen, wie halt eine richtige Schlange angreift. Und ich sag jetzt auch mal, die ist gleich down. Ah, die ist auch riesig, ne? Genau wie meine Schlange. Und das ging schnell, dass sie da hochgekommen ist. Und habe ich sie gepainted vor uns? Ich glaube schon. Und das ist, glaube ich, sogar ihr Stärkegebiet. So, ich habe jetzt geschaut, ob es irgendwelche Abbaustellen gibt. Nicht. Also, nochmal danke für die Resonanz bis jetzt, dass euch Monster Hunter so gut gefällt. Ich wollte eigentlich jeden Tag einen Part bringen, aber ich bin ganz ehrlich, ich spiele auch nicht jeden Tag Monster Hunter. Manche haben es bestimmt schon auf High Rank irgendwas geschafft und sind auch schon alle G irgendwas und haben schon Überwaffen. Doch ich habe mein gutes altes Langschwert, bin jetzt froh, dass ich meine Tetsukaba-Rüstung gefarmt habe. Auf jeden Fall danke dafür an DroixLP, der auf jeden Fall auch mal bei einer Folge dabei sein wird. In nächster Zeit. Ups, hier wurde jetzt entwischt, okay, scheiß drauf, kein Bock. Wollte nur schauen, ob es vielleicht einen Sushi-Fisch gibt, der mir da geholfen hat. Auf jeden Fall, der fängt jetzt auch mit Poketubing an, ist auch ein ganz korrekter Kerl, hat auch eine Capture-Card und macht Monster Hunter und ich glaube, er hat ein Rubin-Let's-Play, ich weiß nicht, ob das fertig ist. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, ist auf jeden Fall ein korrekter Boy und macht coole Videos. Hat ja auf jeden Fall eine mega chillige Art und ich habe ja eher so eine aufgedrehte Art. Und bei ihm, echt schwer, da chill ich mein ganzes Leben und wieso bin ich jetzt hier abgeprallt? Egal, dann kill ich halt dieses Ding hier schnell noch. So, bam. Vielleicht kann ich sie nochmal mounten, wäre ganz cool. Aber ich glaube, sie ist gleich auch down. Jetzt ist sie nochmal in Rage. Und der letzte Angriff? Auch nicht, okay. Das wäre schon ganz cool gewesen, wenn das der letzte Angriff gewesen wäre. Aber ich prall jetzt irgendwo überall ab. Das finde ich ein bisschen schade. Und, oh, so. Ach, dieser Angriff ist gemein. Jetzt explodiert es auch noch. Wenn man nicht aufpasst, natürlich nur. Und ich springe einfach raus. Ich finde es lustig, dass er einfach springt und einfach über sie springt in der Hinsicht. Okay, schade. Na, ich möchte sie doch noch gern mal mounten. Das wäre ganz cool. Oh, jetzt habe ich sie gut getroffen. Jetzt habe ich sie gut getroffen. Und jetzt explodieren auch diese Attacken, aber... Ach, ich kann mich einfach nicht bewegen. Oh, Stöpsel wäre gegen die auch praktisch. Ich bin aber auch, wenn ich ehrlich bin, ein... Oh Gott. Die ist lang... Das ist ätzend. Das ist jetzt ätzend. Sie ist auch... Echt nervig, weil ich einfach nicht hier rausgekommen bin jetzt. Jetzt kommen wir mal hier hinter. Ich möchte dich gerne mounten noch einmal. Na, komm her.
Okay, das war ein Millimeter zu wenig, aber da bin ich auch selber schuld. Muss ich als erfahrener Jägerzahn einkalkulieren können, wie ich ein Monster mounte. Ich möchte sie gerne noch mounten, so zum Abschluss. Ich glaube, das würde dann auch ihren Tod bedeuten, wenn ich es überhaupt schaffe, jetzt wo sie in Rage ist. Oder sie stirbt einfach und what the fuck, backt sie da gerade oben rum? Sieht so ein bisschen aus danach. Ach, das war schlecht von mir. Na, ich soll es nicht zu schön machen. Ich glaube, ich kill sie jetzt einfach mal. Weil dass das Mountain zu 100% klappt, steht auch nicht fest. Okay, jetzt sind wir wieder angekommen. Ein bisschen spät. Ja, jetzt ist sie gleich down. So, ich habe irgendwas kaputt gemacht bei ihr. Jetzt kommt schon nochmal mit roten Elan. Der Angriff müsste jetzt killen. Das wäre zu genial gewesen. Naja, schade. Ah, ich glaube, ich habe hier den Schwanz was abgebrochen. Na komm schon, jetzt muss ich aber langsam mal sterben. Auf den Fuß vielleicht. Sie ist nervig. Vor allem hat sie die Angriffe, die dich lähmen, dich wegschlagen oder einfach nur langweilen. So jetzt, endlich. Ich hätte sie gerade, ich wollte gerade noch sagen, ich hätte sie jetzt gerade gut hitten können, weil ihre Ausdauer anscheinend leer war und sie nur rumgekreischt hat oder ähnliches. Und ja, diese Erste-Hilfe-Zahnen und so, die sind tatsächlich von Zernichter, ne? Der lässt als so in der Katze sowas fallen, das ist echt geil. Naja, jetzt bin ich im Monster. Ja, ihr seht mich nicht. Oder ich doch, man kann mich sogar sehen. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, aber YOLO-MOLO. Oh Gott, ich sollte mir dieses YOLO abgewöhnen. Jedenfalls haben wir das Monster gepackt und das finde ich gut. Naja, Radarpanzer und ich glaube zweimal den Reißzahn. Kann ich natürlich jetzt als High-Rank-Jäger in Anführungsstrichen nicht mehr so gut gebrauchen, aber was soll man machen, ne? Und nein, ich sage jetzt nicht YOLO-MOLO. Es lag mir schon wieder auf der Zunge, aber nein. Oh, knappe 27 Minuten, das ist das Praktische. Wenn ich hier mit Camtasia das alles aufnehme, dann sehe ich die Uhrzeit, wie lange ich es aufgenommen habe. Ich kann schneiden, wie vor uns war es echt nötig, dass ich schneide. Und jetzt hier sind wieder die bösen Bakugans. Und zurück. Okay, ich hätte das Bakugan erwischt, aber naja, ich musste zurück nach Hause. Kann ich noch irgendwie episch dastehen? Ja, vielleicht so im Hintergrund irgend so ein komisches Bakugan. Ah, die Monster sind schon ganz lustig, aber nervig. Und das war's von Nayarala. Ich hoffe, ich tue das richtig aussprechen. Nayarala. Ja, das ist richtig. Und wow, was eine Belohnung. Sehr, sehr viele Sachen. Panzer, Monsterknochen, Lederhaut, Panzer, Klopfer. Okay, ein paar Monsterknochen, das ist nicht so geil. Reißzahn, Klopfer, ein paar Monsterknochen, Klopfer. Was kriegst du? Einen Panzer. Okay, na dann. Na, ging so. Ist halt auch nur Low Rank, ne? Kann man nichts erwarten, ne? Und ein paar Karawanenpunkte und ein bisschen davon. Und Diggersby und Zernichter haben sich hochgelevelt. Ein neues das. Und neue Zustandsstufen. Und sie taucht bei Erkundungen auf. Na, das wird eklig. Aber naja. Spielfortschritt auf jeden Fall speichern. Ich warte. I'm waiting for you. Es geht gerade nicht weiter. So, jetzt. Neues Sortiment, auf jeden Fall ein schöner Laden. Ja, der Koch hat auf jeden Fall was Neues an Sachen dabei. Das sieht man auf jeden Fall. Aber Leute, das war's bei dem Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. War nicht allzu spannend, aber ich habe ein bisschen was erzählt. Ich wollte mich einfach bei euch bedanken für die Resonanz. Einfach mal eine schöne Jagd zusammen. Und das war's. Wir sehen uns in neuen Aufnahmen. Bis dann.